Okay, dann lass mal gucken. Dann lass mal gucken. Hier sind die Sauerstoffkäbelchen. Hier sind die Sauerstoffkäbelchen. Flup, flup, flup. Die brauche ich, ne? Wie hießen die denn nochmal? Aluminiumkabel oder so, ne? Ja, Aluminiumkabel hießen die. In Rot ist der Input für das Aluminium. Pass mal auf. Hatten wir nicht hier oben noch die ganzen Aluminiumkäbelchen? Hatten wir die nicht hier oben? Ich meine ja, ne? Ich meine mich zu erinnern. Ich weiß nur nicht mehr wo. Da hatten wir sogar gerade Silizium. Hätten wir auch nicht so weit rennen müssen. Da waren auch keine. Hatte ich den schon? Den hatte ich schon. Hatte ich den schon? Und den hatte ich schon. Okay, da nicht. Da nicht. Wo haben wir die Kabel hingepackt? Da sind die schwarzen Diamanten. Tja, wo hatten wir die Aluminiumkabel her hingepackt? Ansonsten, Mann. Ich guck mal eben, die waren glaube ich teuer. Aluminium. Ja, die waren teuer und ich habe glaube ich keine Wolle mehr. Wo habe ich die? Wo habe ich die? Nein, nein, zufällig hier in den Öfen irgendwie aus Versehen einsortiert oder so. Nein, 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 nein. Und nochmal nein, okay. Verdammt, wo hatte ich denn die Aluminiumkabel hingepackt? Wir hatten doch auch so viele gemacht, kann das sein? Ah, hier hatte ich noch welche. Ja, aber 16, ich weiß nicht, ob 16 reichen werden. Wir müssen auf jeden Fall noch welche herstellen. Da hatte ich ja auch noch eine Truhe gemacht, wegen den Account-Tausch und so, beziehungsweise wegen dem Hin und Her mit dem Account. Nein, es wird definitiv nicht reichen, nein. Nein. Aber egal. Wir machen das jetzt wie folgt, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Und verdrahten von oben, dann sehen wir nämlich auch, wie das aussieht. Und wie viel man sieht tatsächlich davon. Aber ich glaube, viel wirst du davon nicht sehen. Im Vergleich zu dem, was dann nach unten gelegt wird. Ja, Projekt BM ist halt schon so eine Riesen- und Angelegenheit und vor allem eine Herzensangelegenheit. Das wollte ich schon immer mal machen, so eine Riesen-Facility unterirdisch bauen. Ach ja, der gute Paluso, der starb hier, weil Susi ihn getötet hat. Ruhe in Frieden, Paluso. Oder besser gesagt, geh mit Gott, aber flott. Also in grün kam das rein, ne? Das Aluminiumkabel. Machen wir hier Aluminiumkabel hin. Und. Ne, habe ich gesagt, in grün? In rot, ne? In rot. Ne, in grün kam es rein. Hier connected es nicht. Okay, war doch richtig. Ich will ja so Platz sparen wie möglich auch bauen. Okay, und in Rot kam dann jetzt hier, kommt dann jetzt hier das Sauerstoffzeug rein. Die Sauerstoffpipe. Jetzt können wir natürlich hier nur in der Mitte zwischen. Heißt, ich muss jetzt verlegen und Dings gleichzeitig und hacken. Sauerstoff. Genial, ey, das macht so Spaß gerade, das Ding hier zu bauen. Es sind auf jeden Fall noch mehr Aluminiumkabel nötig. Werde ich mir auch gleich noch craften welche. Nach Möglichkeit. Also, da kann ich wieder nicht verlegen, okay. Theoretisch bräuchten wir noch so eine Art Wartungsschacht für hier, aber... Falls was nicht funktioniert oder so, aber
Ich meine, man kann das ja komplett auch abbauen und dann nochmal. Und das war's mit den Aluminiumkabeln. Aber ich sag mal so, die Sauerstoffröhren reichen ja sowieso. Die können wir verlegen bis zum Ende. Viele Hände schaffen schnelles Ende. Ich glaube, ich falle jetzt runter. Aber vorher möchte ich noch die Aluminium, die Sauerstoffpipe hier nach und nach jetzt. Ja, jetzt falle ich runter. Aber wir kommen noch dran, wenn wir springen. Das ist gut. So, Sauerstoffleitung gelegt. Erfolgreich gelegt, sagen wir es mal so. So, und wenn wir dann hier rauskommen, dann können wir hier das Sauerstofffüllgerät oder so anschließen. Und dann müssen wir jetzt nur noch... Ach, weißt du was? Oh! Aber wir kriegen sie wieder, okay. Ich wollte gerade sagen, ach, weißt du was? Lass uns doch noch ein bisschen tiefer gehen. So sieht es auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, realistischer aus, dass hier nicht nur Sauerstoff... für dieses Gerät, sondern halt auch für die Facility quasi gepumpt wird oder erwirtschaftet wird, dass hier ein Belüftungssystem auch herrscht, weil in Black Mesa gab es ja auch dieses Belüftungssystem, muss ja auch, weil es war ja unter der Erde und dieses Belüftungssystem wurde ja bewohnt von Dings, ne, von den wie sind sie? Headcrabs. Oder was heißt bewohnt, ne? Also sind halt da aufgetaucht. So, ach guck mal, hier hätten wir noch zwei Bases vor gehabt. Egal, ist egal. Jetzt holen wir uns erstmal eine Mütze Schlaf, würde ich sagen. Bevor wir weiter reisen. Beziehungsweise bevor wir gucken, ob wir noch ein bisschen... Aha. Bevor wir gucken, ob wir noch ein bisschen Wolle haben, die wir benutzen können für ein paar Aluminiumkabel. Weil die brauchen wir auf jeden Fall noch en masse und das Rezept ist halt nicht gerade günstig. Leider, leider. Aber ich glaube, wir sollten noch einiges an Wolle haben. Nein. 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 Ist nicht dein Ernst. Wir haben so gut wie nichts mehr an Wolle. Aber Fäden haben wir noch. Beziehungsweise wir haben gar nichts mehr an Wolle. Ist komplett leer gezogen. Haben wir schon beim letzten Mal komplett leer gezogen. Shit. Ja, 19. Hm. Zinn, Kupfer. Wo sind meine Aluminiumbarren? Ich brauche Aluminiumbarren. Shit. Ich brauche auch, warte. Mal eben zwei Eisen. Eins, zwei. Eins, zwei. Nein, eins, zwei. So, eine Schere, ganz schnell gemacht. Einmal schnell was gefuttert. Und dann gehen wir mal ganz kurz zurück zu unserer ersten Stadt, sozusagen. Die wir jemals gebaut haben. Und scheren da mal ein paar Schafe, ne? Solange da noch welche existieren. Das Loch muss ich auch noch zumachen. Erde habe ich sogar gerade dabei. Erde haben wir dabei. Darum fühle ich mich frei. So. Man könnte theoretisch auch hier gerade drüber. Naja. Lassen wir jetzt erstmal. Gucken wir mal, wie viel Wolle wir denn hier hinten noch haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gar nichts mehr haben. Aber wie gesagt, deswegen habe ich mir mal eben schnell noch die Schere gecraftet, dass wir mal eben ganz schnell hier und fix bei den Schafen vorbeischauen. Pff, auf den Bobo klatschen, Wolle mitnehmen und dann wieder zurück. Aber ich glaube, haben wir überhaupt noch Schafe? Könnte sein, dass die alle wegen dem Hin- und Her-Modden schon weg sind. Das wäre natürlich schlecht. Ich hoffe mal nicht. Guten Tag, Malus, der Brückentroll.
Der wohnt ja auch hier schon seit Ewigzeiten. Kriege ich auch gerade so ein leichtes Hüngerchen, muss ich mal so sagen. Bin ja gerade auch erst von der Arbeit gekommen und habe noch nichts gegessen. Habe jetzt gesagt, weißt du was, ich nehme jetzt direkt mal auf. Hatte heute ein bisschen früher Feierabend. Um 5 anstatt 18:30 Uhr. Also sprich anderthalb Stunden eher. Beziehungsweise dreiviertel Stunde eher war ich zu Hause. Nee, Quatsch, Stunde 15 war ich eher zu Hause. Brauche ja knapp 15 bis 20 Minuten, um hierher zu fahren nach Hause. Und da habe ich... Ah, da haben wir noch Wolle. Und da habe ich gesagt, weißt du was, dann nehme ich einfach gleich nochmal auf, ein bisschen. Zinn, also, okay. Dann nehme ich gleich einfach nochmal ein bisschen auf und dann passt das schon. Aber egal. So. Das tue ich ja gerade. Falsche Richtung. Egal, wir haben zwar eine Schere und wir wollten Schafe klatschen. Ah, wir haben noch Schafe, wunderbar. Hier geht mal wieder schön rein, danke. Schneiden wir mal die Wolle ab, die Wolle ab, die Wolle ab. Wir schneiden euch die Wolle ab, damit ihr friert. Ein letztes Mal vor dem Winter scheren. Ja, bald beginnt ja wirklich der Winter schon. Und wir haben ja jetzt schon Ende September. Mitte September, nicht Ende September. Ist ja nicht mehr so lange. Die warmen Tage neigen sich langsam dem Ende zu. Hallo Siegfried. Ja, hier haben wir ja auch alles leer geräumt. Da war ja was. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was wir hier mit diesem ehemals Lagerhaus machen können, dann schreibt es mir mal unten rein. Ich hätte schon eventuell eine Idee, aber das wäre... vielleicht nicht so passend für dieses Dörfchen. Es wäre eher für da vorne, für die neue Stadt passend. Boah, wie schnell der immer fressen will, ne? Auf gut Deutsch. Also essen. Wie schnell der das Essen und Trinken verbraucht, das geht auf keine Kuhhaut. Rennst ein bisschen. Ich hab Hunger. Ich hab Durst. Also, wenn mein Magen so schnell so leer werden würde für ein bisschen Rennen, und mein Wasserhaushalt so schnell... Ja gut, okay, Wasser ist schon logischer wegen Schweiß und Schwitzen und so, aber da würde ich mir echt Gedanken machen, wenn ich dann permanent Hunger kriegen würde. Von ein bisschen hin und her rennen. So, Aluminium. Haben wir bitte noch irgendwo Aluminium? Ich glaube nein, ne? Ich glaube, wir haben echt jedes Aluminium-Bisschen, was wir so gefunden haben, schon längst verbraucht. Also hier werden wir definitiv nichts mehr haben. Nein, nein. Da haben wir schon alles rausgeholt aus den Wänden, ne? Oh, scheiße. Hier war nur noch Kupfer. Naja, können wir trotzdem mitnehmen. Frage ist nur, ist es egal welches Aluminium oder muss es ein bestimmtes sein? Was ist das? Aluminium, siehste. Wenn man es braucht, kommt's. Das Ding ist nur, ich komme jetzt hier nicht hoch. Und Kohle. So, aber ich brauche trotzdem Aluminium. Hier haben wir jetzt schon mal das. Da ist Stahl. Schön gut. Können wir hier nochmal zwei kompressen. Wir haben nur das gepresste Aluminium. Shit, ich hätte nicht alles pressen sollen. Brauche noch ein paar Fäckelchen eigentlich. Jetzt bräuchte ich eigentlich Holz. Verdammt, ey. Wir sind gerade irgendwie out of Ressourcen, habe ich das Gefühl. Oder habe ich hier noch zufällig fertige Fackeln?
Natürlich nicht. War ja ganz klar.